Hossa, es ist Zeit für Baden-Württemberg. Baden-Württemberg ist ein eher überdurchschnittlich strenges Bundesland, was waldrechtliche Regelungen angeht. Fangen wir mal kurz spaßeshalber an mit dem Fahrradfahren. Fahrradfahren ist in Baden-Württemberg so streng geregelt wie sonst nirgends, denn es ist nur auf Wegen über 2 Meter Breite gestattet. Es gibt viele, viele Wege, die weniger als 2 Meter Breite haben, auf denen man noch problemlos Fahrrad fahren könnte, darf man aber streng genommen nicht. Damit wirklich sehr krass streng geregelt, gehört sicherlich mal ein wenig überarbeitet. Aber so ist die Regelung und mehr möchte ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Dann das Thema Betreten. Da hat Baden-Württemberg noch diesen Zusatzpassus, dass man größere Gebiete, die von Naturverjüngung, forstlichen Anpflanzungen oder Ähnlichem geprägt sind, eigentlich gar nicht betreten darf. Hier hinter mir haben wir ein Beispiel. Ich muss lieber so rum umkippen. Also in so einen Wald da hinten dürfte man gar nicht reinlatschen, auch wenn man einen Weg durchfindet, wo man nichts kaputt trampelt. Man darf das gesamte Gebiet eigentlich nicht betreten. Wobei ich der Meinung bin, hier liegen gesetzliche Theorie und Praxis weit auseinander. Wenn man da wirklich nichts kaputt macht und vorsichtig da durchläuft, dann hat da auch mit Sicherheit niemand, der einen dafür bestrafen könnte, nennenswert was dagegen. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber theoretisch darf man es tatsächlich nicht und damit sind schon relativ große Waldflächen, nämlich alle, wo Verjüngung vorkommt, vom Betreten ausgenommen. Man darf nur da betreten, wo es gar keine Verjüngung gibt. Das wäre zum Beispiel so eine Fichtenmonokultur, die scheiße aussieht. Aber in der darf man rumlaufen, so viel man möchte. Dann das Thema Holz. Da gibt es keine landesweite Regelung, das ist in den meisten Bundesländern so. Es gibt allerdings eine Vermutung bzw. einen Hinweis, weil die Stuttgarter Nachrichten in einem Artikel behaupten, dass es laut Gesetz möglich wäre, so viel Holz zu sammeln, wie man tragen kann. Und wenn man sich dann noch mal ein bisschen so strafrechtlich ein wenig umhört, dann kriegt man schon so den Eindruck, dass tatsächlich das ungefähr stimmen könnte. Und das ist auch für die meisten anderen Bundesländer wahrscheinlich unkritisch, solange man nur so viel Holz aus dem Wald holt, wie man selber in den Armen vor sich her schleppen kann, sozusagen. Ne? Also man muss es jetzt nicht übertreiben. Wenn du dir 5 Bündel super toll zusammenknarst und dir dann eine Lastenkraxe auf den Rücken packst und dir da einen riesigen Haufen Holz draufsetzt, wie man das teilweise noch aus Entwicklungsländern sehen kann, von so Reisigsammlerinnen und damit aus dem Wald dackelst, das kannst du zwar auch noch tragen, das wäre aber ein bisschen zu großzügige Auslegung dieses Gesetzes, das ich nirgendwo gefunden habe. Also wenn das überhaupt existiert, dann wäre es wirklich mit Vorsicht auszulegen. Aber ein kleines bisschen Holz mit aus dem Wald nehmen, das ist wohl tatsächlich nicht nur sowieso unkritisch, weil es kein Schwein interessiert, sondern sogar wahrscheinlich ein bisschen zulässig. Ne? Aber genaue Angaben gibt es tatsächlich nicht. Es hängt immer vom Ort ab. Man muss bei der jeweiligen Gemeinde im Grunde fragen, wenn man es genau wissen möchte. Das gilt grundsätzlich beim Holzsammeln. Wenn es nicht ausdrücklich im Waldgesetz geregelt ist, dann weiß es die entsprechende Gemeinde vor Ort. So, Thema Feuer ist quasi wie in Bayern. Der Waldbesitzer darf, der Imker darf, der Jäger darf und die alle jeweils bei der Ausübung ihrer entsprechenden Tätigkeit. Was übrigens auch wie in Bayern ist, der Waldbesitzer darf es aber nicht fremden Personen, sofern er nicht selber anwesend ist, erlauben, es sei denn, er beschäftigt sie in seinem Wald. Da muss also irgendeiner Form ein Arbeitsvertrag zugrunde liegen und da muss man auch wieder vorsichtig sein wegen Schwarzarbeit, dass dieser Arbeitsvertrag dann auch ein echter Arbeitsvertrag entsprechend ist. Gut, das Rauchverbot gibt es auch wieder vom 1. März bis 31. Oktober, wird hier teilweise auch relativ streng verfolgt. Relativ streng meint, es hat wohl schon Fälle gegeben, wo deswegen tatsächlich jemand belangt wurde. Aber die sind extrem selten. Also, aber es gibt es. Es gibt es. Zelten, da ist Baden-Württemberg eins der allerstrengsten Bundesländer. Zelten ist egal von wem für wen. Auch der Waldbesitzer darf nicht in seinem eigenen Wald zelten, nur mit besonderer Befugnis zulässig. Man muss sich also immer bei der Forstbehörde die besondere Befugnis zum Zelten quasi holen, wenn man tatsächlich irgendwo im Wald zelten möchte. Der Jäger darf es nicht, der normale Waldbesucher darf es nicht, der Waldbesitzer darf es nicht und auch nicht im eigenen Wald. Wie gesagt, Baden-Württemberg eher eins der sehr strengen entsprechenden Bundesländer. Zum Thema Schlafen gibt es tatsächlich keine Angaben. Das heißt, wir befinden uns hier in der üblichen bundesweiten, bis auf eben Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein, Regelungen, dass man
einfach so im Wald schon irgendwie pennen darf. Nur für Zelten halt eben besonders streng. Damit ist Baden-Württemberg doch recht streng. Kaum Sonderregelungen, dass man irgendwas Besonderes darf. Und eine starke, starke Einschränkung der Zelterei und auch das Feuermachen nicht so einfach. Dafür muss man schon wirklich die entsprechende Person sein, die es darf. Und nicht einfach nur die Erlaubnis haben von einer Person, die erteilen darf. Ne? So, das war's.